Unser Thema heute: Dreiklänge. Was ist das und wie geht das? Heute in super kurz und super knackig. Also, was sind Dreiklänge? Der Name sagt schon: Dreiklang. Ein Klang aus drei Noten. Allerdings nicht nebeneinander, sondern aufeinander. Und auch nicht irgendwie, sondern daran leicht zu erkennen, dass die Noten auf den Zwischenräumen oder auf den Linien gestapelt sind. Das liegt daran, dass die Töne jeweils eine besondere Funktion haben. Der erste ist der Grundton, die Basis. Darauf sitzt die Terz als mittlerer Ton zur Bestimmung des Tongeschlechts. Die Quinte rahmt den Dreiklang ein. Und natürlich gibt's nicht nur diesen einen Dreiklang, sondern wie bei den Intervallen auch eine Vielzahl von Varianten. Und woher weiß man, welchen Dreiklang man vor der Nase hat? Eine große Terz und eine reine Quinte finden sich in jeder Dur-Tonleiter. Deshalb erhalten wir daraus einen Dur-Dreiklang. Machen wir jetzt aus der großen Terz eine kleine und lassen die Quinte Quinte sein, wird daraus ein Moll-Dreiklang. Denn die kleine Terz findet sich in jeder Moll-Tonleiter. Logisch. Machen wir jetzt die Quinte auch noch einen Halbton tiefer, wird ein verminderter Dreiklang daraus. Lauter kleine Terzen. Wenn es einen verminderten gibt, gibt es auch einen übermäßigen. Nämlich zwei große Terzen oder eine große Terz und eine übermäßige Quinte vom Grundton ausgerechnet. Schauen wir uns das nochmal in der Übersicht an. Diese vier solltest du kennen und die Bauformeln stehen auch gleich schon da. Ob was an der Quinte verändert ist, siehst du auf den ersten Blick, denn dazu muss ein Ton erhöht oder erniedrigt werden. Schau deshalb am besten zuerst nach der Terz. Ist es eine kleine oder eine große? So, jetzt müssen nicht immer Grundton, Terz und Quinte aufeinander sitzen. Man kann das Ganze doch auch umdrehen oder umkehren. Den Grundton ganz nach oben oder die Terz ganz nach oben. Das klingt dann so. Ist der gleiche Dreiklang, aber anders geschichtet. Und damit man die auseinanderhalten kann, hat jeder seine eigene Bezeichnung. Grundstellung, erste Umkehrung, zweite Umkehrung.